Frage, ich will hier eine Brücke rüber bauen. Hm. Okay, das klappt irgendwie nicht so ganz. Wenn wir hier ersetzen durch einen flachen Kanal, würde ja schon reichen. Können wir dann... Die Fälle zu steil. Ort ist bereits belegt. Gebäude ist nicht leer. Oh Mann. Füllt sich der Kanal denn wenigstens? Ja, er füllt sich. Das ist schön. Nur kommen die Leute jetzt hier nicht mehr rüber, ne? Nee. Ehrlich. Ein bisschen Geld müssen, um zu experimentieren, haben wir. Okay. Kommen wir denn mit kleineren Straßen hier rüber? Kleinere Straßen gehen. Okay, es liegt das an der Größe der Straße, nicht am Kanal selbst. Okay, es liegt an der Größe der Straße. Das hier würde gehen. Die Frage ist natürlich nur, reicht das für unser Verkehrsaufkommen? Da provozieren wir jetzt hier einen Stau. Oh, fuck. Unser Kanal überflutet die Stadt. Ich glaube, ich habe da einen kleinen Fehler gemacht. Ich glaube, Kanäle müssen an einer Stelle sozusagen wieder, müssen sozusagen zweimal Wasser, zwei Gebiete mit Wasser verbinden sozusagen und können nicht als so eine Sackgasse laufen, wie wir das hier gerade gemacht haben. Ich habe noch nie einen Kanal gebaut in diesem Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Scheinbar habe ich es nicht ganz richtig gemacht. Wäre so mein Fazit für das, was wir hier gerade gesehen haben. So. Okay, hoffentlich läuft das Wasser jetzt wieder ab. Wasser? Wieso? Ich habe den Kanal doch weggemacht. Ja, wir haben so eine kleine Sinnflut hier gerade. Nur wie sogar die Autos da durch die Gegend geräumt werden. Ich glaube, das ist nicht so gut gerade. Verschwindet das Wasser irgendwann auch? Wir beobachten das mal. Das hatte ich jetzt noch nicht geplant. Ist aber irgendwie lustig. Ja, Kollege, ich glaube, die Müllabfuhr kommt gerade nicht durch, weil die in der Überflutung feststeckt. Hm. Was macht man gegen Hochwasser? Was macht man gegen Hochwasser? Verdammt! Und die sind stumpf, die bauen direkt angrenzend zum Hochwasser. Finde ich gut. Wird es denn weniger? Würde sagen, ja. Ja, unser Industriegebiet ist nicht mehr überflutet. Okay, ich glaube, das scheint abzulaufen. Gut. Zum Beispiel habe ich hinten schon mal die Stromleitung durchtrennt. Strom haben sie aber irgendwie trotzdem noch. Egal.
Ist ja auch geil, wenn du theoretisch schon diesen Smog hier aus dem Abwasser in den Kanal geleitet. Oh Mann. Ja. Ja, die Müllabfuhr kommt gerade nicht durch, Leute. Die ist ein bisschen vom Hochwasser aufgehalten. Ich glaube, wir improvisieren mal schnell. Irgendwie muss die Müllabfuhr durchkommen. Kein Bau auf Wasser möglich? Da ist doch kein Wasser mehr. So. Müllabfuhr, kommt ihr jetzt durch? Ja, da fahren sie. Okay. Oh, kleines Müllproblem. Oh, ein kleines Leichenproblem, weil unser Friedhof unter Wasser steht. Friedhof ist überschwemmt. Ja, das ist schlecht. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier wieder regelrechten Müllverkehr. So, die Überschwemmung geht zurück. Schwemmung geht zurück, der Bedarf an Wohngebieten bleibt bestehen. Guck mal, die kann man auch jetzt schön mit Bäumchen in der Mitte bauen, die Straßen. Das sieht doch mal hübsch aus. Das machen wir doch mal. Zack. Sieht ja gleich viel grüner aus hier. Und dann bauen wir nochmal bis hier. Und erweitern einfach mal so richtig riesig unser Wohngebiet. So richtig pompös, luxuriös. Nein, da ansetzen. Und ich denke, einen Regen schaffen wir noch. Bevor unser Stadtgebiet hier am Limit ist. Querverbindungen sind auch da. Wasserversorgung machen wir auch mal kurz. So. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte dieses. So, liebe Leute, die Überflutung. Was habt ihr denn hier für ein komisches Symbol über dem Kopf? Was ist das denn? Hab ich noch nie gesehen. Das hier. Eingestürzt. Ja, wahrscheinlich bedingt durch die kleine Überschwemmung, die ich hier provoziert habe. Wir haben eine volle Mülldeponie. Wir haben eigentlich noch keine 6000 Einwohner, das heißt 7000 Einwohner. Das heißt, wir können noch leider keine Dingsbums bauen. Müllverbrennungsanlagen. Bildung. Grundschulverfügbarkeit berechtigt, das passt doch. Berechtigt Verfügbarkeit, sehr gut. Putzidei brauchen wir ein bisschen. So, seid jetzt alle halbwegs sicher hier. So, unser Wohngebiet mal ein bisschen sichern. Industrie könnte auch mal ein bisschen Putzidei gebrauchen. Ja. Der Kriminalität hier ein bisschen Einhalt zu gebieten. Feuerwehr. Ein paar Firefighters hier in die Stadt setzen. Dann nehmen wir nochmal die Feuerwache, die hier hinten war. Wo ist sie? Da, die verschieben wir jetzt mal ein bisschen nach hier hinten.
So, wir sind jetzt die Feuergebiete feuerwehrtechnisch abgedeckt. Das sieht gut aus. So, Feuersicherheit ist da. Polizeisicherheit sieht auch ganz gut aus. Bildung. Ja, Oberschule haben genug Leute Zugang. Grundschule haben auch genug Leute Zugang. Okay, perfekt. Bildung, Feuerwehr und Polizei funktionieren. Jetzt heißt es Geld sparen, dass sobald die 7000 erreicht sind, wir die Müllverbrennungsanlage bauen können. Wie spät haben wir es eigentlich? Viertel nach drei, das geht ja noch. Okay. Die Frage, ob diese Querverbindung hier, die wir für die Müllabfuhr gebaut haben, ob die unseren Verkehr tatsächlich entlastet oder belastet. Ah, die entlastet das hier tatsächlich. Ha. Ja, aber das hier, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ah, wenn man die hier rechtzeitig umleiten könnte. Was ist mit den Wasserwerken los? Guter Hinweis. Auch nö, alles noch im Rahmen. Strom, auch noch im Rahmen. Mülldeponie-Auslastung 61% erhöht, aber noch nicht kritisch. Gut. Bildung läuft, Sanitär läuft, Strom läuft. Feuerwehr und Polizei läuft auch. Friedhof, wie ausgelastet bist du? 117 von 3000, okay, der, da müssen wir noch nicht anbauen. So, das hier, das ist ja, wenn ich es richtig gesehen habe, vorhin eigentlich alles Autobahnzustrom, ne? Also überwiegend. Okay, wenn man die jetzt umleiten könnte. Autobahnkreuze, ne, die bringen uns nicht viel. Autobahnauffahrt, was kosten die denn pro 30 pro Zelle? Und die jetzt? Mit bisschen. Schaut mal, wenn man jetzt hier so. Ja, da wird der Strom gekappt. Beschwert sich noch keiner, so schlimm kann es nicht sein. So, das ist ja eigentlich ein reiner Autobahnzubringer, den wir jetzt hier brauchen. Ich würde sagen, kriege ich den hier irgendwie hier rüber geleitet? Geleitet. Große Kleinstadt. 7000 Einwohner. Geil. Nice one. So, und jetzt müssen wir die irgendwie. Daran anschließen. So, mal gucken, ob es genutzt wird. Irgendwie nicht. Fahrtrichtung ist aber richtig. Leute, all die, die ihr auf die Autobahn wollt, nimmt diesen. Shit, wir haben das Stromnetz gekappt. Nicht so gut. Reicht das? Reicht, okay. Ich sollte diese Autobahnzubringer das ganze Gebilde hier entlasten, aber irgendwie tut es das nicht. Also ein paar nutzen ihn jetzt scheinbar. Schaut mal. Ein bisschen was nutzt ihn, aber nicht so viel, wie ich jetzt gehofft hatte. Es ist natürlich auch nervig, dass uns dieses Gebiet hier nicht gehört, weil wenn wir dieses Gebiet hätten. Hier, dieses.
könnten wir automatisch den ganzen Verkehr da sofort hier direkt an die Autobahn anbinden. Geht jetzt nicht. Okay, aber es scheinen Autos das Ding zu nutzen. Oh Gott. Das ist so schlimm hier. Schaut euch das mal an. Ich glaube, dieser Autobahnzubringer, den wir da gebaut haben, der bringt rein gar nichts. Ich glaube, diese Stromleitungen können hier mal weg. Zieht ihr Strom direkt aus den Kraftwerken? Okay, dann können wir uns nämlich diese ganze Leitung hier mal sparen. So. Leitet ihr den Strom nämlich von Gebäude zu Gebäude sozusagen, weil da ist nur hinten noch eine kleine Querverbindung. Der Zubringer wird jetzt verstärkt genutzt, sehe ich, aber irgendwie... Hier hinten hat sich jetzt ein bisschen entspannt. Aber hier staut sich es immer noch. Wenn wir jetzt hier raus eine... Einbahnstraße machen würden. Zwar... in die Richtung. Was passiert dann? Dann können sie nicht mehr hier rum auf den Autobahnzubringer. Also fahren sie so rum. Und es staut sich aus zwei Richtungen. Okay, das hat jetzt nichts gebracht. Mir fällt aber gerade auf, wir könnten mal das Müllkraftwerk bauen. Zack. Und ihr dürft jetzt beginnen, das Gebäude zu entleeren. Genau, und ja, das ist meine Müllverbrennungsanlage. Das passt. Okay, der Verkehr hat sich beruhigt. Schaut euch das mal an. Jetzt haben wir nur hier hinten ein bisschen Stau. Und hier... Okay. Hat immer keinen Wasseranschluss. Dieses eine kleine Popelhaus hat keinen Wasseranschluss und meckert deswegen rum. Das ist ja furchtbar. So, um den Verkehrsfluss zu verbessern, machen wir dann mal Folgendes. Wir machen hier noch eine Einbahnstraße draus. Dann können nämlich von hier jetzt keine Leute mehr sozusagen hier so rum runterfahren und den Verkehrsfluss behindern. Mal gucken. Ah, funktioniert bedingt. Oh ja, das hier haben unser Mülldeponie. Dass das irgendwann kritisch wird, wusste ich, aber ich wusste nicht, dass das so schnell passiert. Also es gibt so ein paar kritische Stellen hier, aber es könnte schon mal laufen. So, gucken wir mal, wie es mit dem Thema Bildung aussieht. Grundschule, wir brauchen mehr Grundschule. Ganz klar. Mehr. Wir haben es ja gerade etwas lockerer sitzen. So, 900 haben wir Kapazität, 700 haben Zugang. Okay, und bei Oberschulen selbes Problem. So, da haben wir jetzt wieder ein bisschen Puffer. Gut. So, ich denke aber, ich speichere jetzt auch an dieser Stelle einmal. Und dann reicht es wirklich für heute, weil wir haben, ich guck mal, was wir aus unserer Stadt heute gemacht haben, ne? Hätten wir die drei Folgen heute Morgen, also dieselbe Aufnahme wie die letzten drei Folgen, die so schief gegangen sind, hätten wir das heute Morgen nicht verkackt. Wer weiß, wo wir schon wären. Aber wir müssen bald, fürchte ich, neue
Gebiete kaufen. Oh, guck mal, wir haben dicht besiedeltes Wohngebiet, dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Cool. Dann werden wir, glaube ich, ein neues Gebiet erschließen und dann dieses fette Gebiet da hinsetzen. Fette Wohngebiet. Das wird so Small Startup Town bleiben. Ja, ich finde, wenn ich mir das so angucke, dafür, dass wir jetzt in Folge... Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, wie lange diese Aufnahme jetzt schon geht. Circa Folge 10 sind. Sieht das schon echt gut aus. Es macht es langsam richtig Spaß, wenn unsere Stadt jetzt langsam richtig Fahrt aufnimmt. Und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß, das zu gucken, wie mir es für euch aufzunehmen. Und ja, in diesem Sinne, dann bis zur nächsten Aufnahme, ne? Ciao!